Schwer zu sagen. Ich schaue nie in den Taschen von den anderen Spielern. Aber ich glaube, dass der Petr Cech, glaube ich, die meisten Sachen mitnimmt. Why do you say Petr Cech? You think that from? Ja, ich glaube, ich habe schon mal ein bisschen auf seine Tasche gesehen. Er hat, glaube ich, immer zwei oder ein paar Schuhe immer im Koffer drin. Und was zu lesen, Klamotten natürlich. Ich habe das Gefühl, er nimmt am meisten mit. Schwer zu sagen, weil die meisten kommen eigentlich ganz chillig, ganz normal im Training. Boah, schwere Frage. Ich kann die Frage leider nicht beantworten, weil die wirklich schwer ist. Not Hector Bellerin? You seen some things he wears or? Also mir gefällt der Style von Hector nicht. Also ich würde mich nicht so wie er anziehen. Ich glaube, Danny Welbeck hat einen komischen Akzent. Rob Holding hat einen komischen Akzent, weil die aus Manchester kommen. So you find it hard to understand Danny Welbeck and Rob Holding? Yes. You understood that bit, yeah? When they speak to you, do you ask them to slow down sometimes or? Jetzt ist viel besser, aber am Anfang muss ich schon sagen, ich soll ein bisschen langsamer reden, weil mit diesem Akzent habe ich gar kein Wort verstanden. I don't speak fluent German, but I think you said it's better now that you've got to know them, but at the start you didn't know what they were saying. Yeah. Is that right? Yeah. Laka Z. Ich glaube, Laka ist ein Typ, so wie ich ihn kennengelernt habe, auch im Training, wenn er ein Tor schießt, scheitert viel rum, jubelt ein bisschen, ist ein lustiger Kerl. He scores, every time he scores in training, he has a celebration? Nicht immer, aber er hat schon mal einen Jubel drin, wo er mal rumschreit und mal, ja, jubelt. Diva ist ein hartes Wort, ne? Ich glaube, jeder möchte gut aussehen, jeder macht mal die Frisuren. Sead ist einer, der gerne die Frisuren macht. Ich mache gerne mal die Frisuren. Und ich glaube, Oba ist einer, der auch mal so gerne mal mit ein paar feine Klamotten kommt, so mit mal einem Bling-Bling, mit einer Jacke. Ich glaube, Oba ist auch sich einer dazu, ja. Ich glaube, Lolo Koscielny ist ein Typ aus Natur, der auch nicht so viel lacht. Der eigentlich eher ernst ist. Ich glaube, er ist auch ein harter Kerl. So you wouldn't want to mess with Lauren Koscielny? Ich habe kein Problem damit, aber ich glaube, er ist meine Meinung einer der härtesten Jungs, die wir haben, ja. Boah, wir haben so viele, das ist das Problem. The French people, die Franzosen, Aubameyang und Laka. Also Laka ist, glaube ich, so der Joker von der Mannschaft. Is there any stories you have of Lacazette? Any pranks or things he's done in the dressing room that have made you laugh before? Laka ist ein sehr positiver Mensch, der immer ein Lachen in seinem Gesicht hat, der immer wieder einen Spruch macht, der gerne auch mal provoziert, wenn er im Spiel oder im Training mal gewinnt, den anderen auch ein bisschen provoziert, aber immer in gewissen Grenzen. Da muss ich nicht lange überlegen, da ist der Mesut. Mesut Özil ist, glaube ich, der geilste Kicker, den ich bis heute zusammen gespielt habe. Why do you say that? What makes him so good? Ja, ist, glaube ich, ist ein Straßenkicker. Ist ein Straßenkicker. Der Junge kommt aus der Straße, der gerne mit dem Ball immer was macht, am Fuß hat und ein überragender Fußballer. And what's he like off the pitch as a person, Mesut? Überragend. Mesut ist ein hervorragender Mensch, sehr offen, hilft auch dem anderen, sehr lieb. Und ja, ich habe eigentlich nur über Mesut positive Sachen zu sagen. Boah, ich glaube, die ganze Mannschaft. Wir sind alle viel am Telefon. Viele Spieler, ich kann jetzt nicht einen rausnehmen. Ja, ich glaube, Petr Cech. Petr Cech ist, glaube ich, so der Vater von der Mannschaft. Der organisiert alles. Wenn wir Fragen haben, wenn wir was nicht wissen, wie geht es um Petr? Er weiß alles, er gibt dir sofort eine Antwort. Ich glaube, Petr ist derjenige, der, wenn wir es brauchen, hat er sofort eine Antwort. And Petr Cech, you mentioned there, is he someone that you can imagine going into management when his playing career finishes? Auf jeden Fall. Ich glaube, Petr ist ein Mensch, der viele Sachen lernen möchte, der viele Sachen auch weiß und natürlich auch viele Sprachen spricht. Und das ist, glaube ich, ein enormer Vorteil für ihn. Ich glaube, Mustafi ist einer, der sehr viel Musik laufen lässt.
in der Kabine. Im Spiel haben wir immer ein bisschen verschiedene. Rob macht viel Musik im Spiel, Mustafi macht viel. Ich glaube, Oba durfte auch einmal, aber seine Musik war jetzt okay. Ja, ich glaube, Rob und Musti sind so die zwei, die am meisten Musik spielen. So Rob Holding does it for match days and Mustafi for training. Why do they change roles? You don't trust him for match days? Nein, wir haben einfach in der Kabine zwei Boxen und Mustafi lässt viel deutsche Songs spielen. Und Rob eher so Englisch und nee, eigentlich nicht deswegen. Schwere Frage, weil bei uns tanzen sehr viele. Oder zumindest sie probieren zu tanzen. Ich persönlich kann gar nicht tanzen. Also auf jeden Fall nicht diese R&B-Hip-Hop-Tanz. Oba, Laka tanzen sehr viel. Und Alex Iwobi tanzt auch gut. Also ich glaube, die drei sind so. Ainsley tanzt auch gut. Ich sag mal, diese drei, vier Spieler würde ich nehmen. Ich glaube, wir sind eine Mannschaft, die sehr gerne zum Friseur geht. Ich bin, glaube ich, auch einer von den Top 3. Seat ist einer, der gerne zum Friseur geht. Oba geht natürlich auch sehr gerne zum Friseur. How often does Oba get his haircut then? Every week? Vielleicht alle 10 Tage, alle 2 Wochen, würde ich schon sagen, ja. Eddie und Ketja zum Beispiel hat, glaube ich, letztens zweimal hintereinander was bekommen. Ja, ich glaube, sind eher so die jüngeren Spieler, die ein bisschen weniger Erfahrung haben. Ich glaube, ich würde Stefan Lichteiner nehmen. Weil Stefan kenne ich seit ich 17 bin, in der Nationalteam, mit ihm seit längeren Jahren bin. Und jetzt natürlich auch jeden Tag und sehe, was er auch für ein Mensch ist. Wusste vorher schon, aber jetzt besser. Ich glaube, Stefan ist so ein ruhiger Mensch, so ein intelligenter Mensch. Ich glaube, ich würde Stefan nehmen. Did you help sell Arsenal to Lichteiner? Ich hatte Kontakt mit Stefan, bevor er unterschrieben hat. Ich glaube, wenn wir Nationalteam sind, wir reden immer mit jedem Spieler über den Verein, wie es da ist, was die anders machen, was die besser machen, schlechter. Und ja, Gott sei Dank konnte ich natürlich Steff überzeugen, zu uns zu kommen, weil er natürlich mit seiner Art als Spieler diese Mannschaft enorm weiterbringen kann. Granit, thank you very much for your time. Thank you. Your English is a lot better than my German. I hope you all heard it because of the hurricane. Good luck for the rest of the season. Thank you. Thanks a lot. You.